Welche Feiertage gibt es in unserer Religion und was ist das Urteil, wenn man mehrere Feiertage feiert, die nicht von unserer Religion sind? Welche Feiertage gibt es in unserer Religion? Wir haben nur 2 Feiertage, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung sagte, Eid al-Adha und Eid al-Fitr. Das heißt, man sagt, Zuckerfest ist jetzt nicht das beste Wort, und das Schlachtfest. Diese beiden Feste sind unsere Feste, Alhamdulillah. Und jeder Jumu'ah, jeder Freitag ist für uns ein Fest, wie ihr wisst, liebe Geschwister. So, definitiv, wir haben keinen Geburtstag, keinen Muttertag, keinen Vatertag, keinen Hayawantag, wir haben das nicht. Wir haben nur was? Diese Feiertage. So. Jetzt eine Schwester möchte sich verloben. Bevor sie sich verlobt, machen die Frauen so ein Fest untereinander und nennen das Henna-Tag und so weiter und so fort. Ist das erlaubt? Das ist eine Sache, wenn es von der Tradition ist und die Religion nicht dagegen ist, dann ist das kein Problem. Sagt man, wie? Ja, weil ein Fest, über das wir reden und verboten ist, außer diese 2 Tage, die wir im Islam haben, ist eine Sache, die immer wieder kommt. Das heißt, jedes Jahr, jedes halbe Jahr, jeden Monat und so weiter und so fort. Ist das der Fall, wenn sie so eine Feier macht? Bezüglich ihrer Verlobung? Das macht sie einmal. Außer sie wird immer wieder verlassen, dann ist es regelmäßig. Das kann passieren. So, ein Mann möchte zum Beispiel sein Kind beschneiden und macht diesbezüglich eine Feier. Erlaubt oder nicht? Erlaubt, weil diese Sache, also weil diese Party jetzt einmal... Party. Man merkt, dass der Lockdown schon sehr lange geht. Richtig, erlaubt. Imam Ahmad rahmatullah alayh wurde auf so einer Feier gesehen. Und das beweist, dass er das nicht als verboten gesehen hat. Insofern, das sind keine Feste, die immer wiederkehren, sondern wenn es mal passiert, und das ist auch von der Tradition oder von der Kultur, und das ist nicht gegen die Religion, natürlich aber auch diese Feiern, mit Dawabit, das heißt mit Bedingung, dass was nicht stattfinden darf, keine Geschlechtermischung, kein Alkohol, keine Musik und so weiter und so fort, dann ist das kein Problem. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Tafadda. Dürfen die Eltern eine Feier machen, wenn das Kind zum Beispiel ein Süßer auswendig gelernt hat? MashaAllah, Tabarak Rahman. Der süße Junge mit den vollständigen Zähnen sagt, dürfen die Eltern für das Kind eine Feier machen, wenn er zum Beispiel einen Teil vom Koran auswendig lernt? Kein Problem, inshallah. Können Sie gerne machen. Dann darfst du mich auch einladen, inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, nuhibbukum fillah. Und wir sehen uns morgen, inshallah ta'ala, mit einem wunderschönen Thema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.